Zeitpunkt, wir beginnen mit dem Zeitpunkt oder Zeitraum der Vertragsanbahnung, also culpa in contrahendo, nennt das der Jurist. Und zwar, was ist das hier rein technisch? Das ist das Vorstellungsgespräch. Das ist in Deutschland ein klares Signal, oh ja, da hat ein Arbeitgeber doch ein intensiveres Interesse an mir. Übrigens bitte nicht verwechseln, in Großbritannien, in Amerika und in diesen angelsächsischen Ländern macht man mit jedem ein Vorstellungsgespräch. Mit fast jedem. Während es hier in Deutschland ein Signal ist, dass man schon eine gewisse Hürde genommen hat und eine gewisse Vorauswahl überdauert hat, sagt man dort, das, was ich bisher habe, ist nur Papier. Ja, ist Papier, sind Zeugnisse, vielleicht noch ein Passfoto. Aber ich will doch nicht das Papier einstellen, ich will den Menschen einstellen. Also muss ich den Menschen kennenlernen. Also investieren die Tage und Wochen, um mit jedem auch nur einigermaßen ernsthaften Bewerber ein sogenanntes Interview zu führen. Also darf man bitte nicht verwechseln. Ja, bei uns ist das ein klares Signal, schon eine engere Auswahl ist getroffen worden, ich bin dabei, meine Chancen sind nicht schlecht und genau da sind wir jetzt. Wir sind im Vorstellungsgespräch, das heißt eine Begegnung Auge in Auge, dem Arbeitnehmer sitzt der Interviewer auf der anderen Seite gegenüber. Was ist das Grundprinzip für erlaubte Fragen dessen auf der anderen Seite, also des Arbeitgebers? Wir betrachten das ja jetzt juristisch. Grundprinzip lautet berechtigtes Interesse. Der Arbeitgeber muss ein berechtigtes Interesse haben. Wir gehen gleich in die Details, um das im Einzelnen zu betrachten. Das ist die Grundformel. Interesse allein reicht nicht. Es muss ein berechtigtes Interesse sein. Und was ist ein berechtigtes Interesse? Etwas, was einen Bezug herstellt zum Arbeitsverhältnis. Nicht etwa ein Bezug zum Privaten. Das ist zwar Interesse, aber nicht berechtigt. Ja, wenn der Interviewer auf der Arbeitgeberseite eine junge Bewerberin fragt, ob sie eigentlich schon in festen Händen ist oder sowas, ja, ob sie heute Abend schon was vorhat und so, dann ist das Interesse, ganz klar, sonst würde er das nicht fragen, aber kein berechtigtes Interesse. Ja, also der Bezug zum Arbeitsverhältnis kreiert die Berechtigung. Das ist Lernen ohne Leiden. Mein Name ist Dr. Marius Ebert. Seit mehr als 25 Jahren lernen Menschen durch meine Methode leichter und bestehen ihre Prüfung sicher. Meine Methode funktioniert schnell und sicher. Wenn Sie mehr darüber wissen wollen, dann klicken Sie bitte auf den Link unter diesem Video.